Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute bin ich wieder für euch in The Wolf Inn unterwegs und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es mal wieder um einen Händler-Mount und zwar befinden wir uns einmal in Dornegal und hier auf den Koordinaten 39, 24. Und dort haben wir den Ruhmhändler für die Fraktion Rat von Dornegal und dieser verkauft uns, wenn wir denn auf Stufe 18 angelangt sind, einmal ein schickes Mount. Und das wollen wir uns jetzt mal holen. Das ist Schiefer Ramolizo, rum heißt der. Kostet 8125 von den Resonanzkristallen. Also doch schon eine beträchtliche Summe. Und den würde ich sagen, lernen wir jetzt einmal. Schauen uns den an, beziehungsweise ich sage euch vielleicht jetzt so noch nebenbei, was ihr machen könnt, um euren Ruf zu erhöhen, wenn ihr da noch Probleme habt. Also, als allererstes haben wir die Möglichkeit, natürlich die Main-Quest-Reihe zu spielen. Die solltet ihr wahrscheinlich eh schon gemacht haben. Dann schaut ihr mal am besten die Side-Quests, dass ihr mitnehmt. Zusätzlich könnt ihr die Schätze auch einmal alle looten. Die bringen auch nochmal 250 Ruf pro. Dann haben wir Rares. Da kriegt ihr 150 Ruf jede Woche. Und mit Handy-Notes wird das auch angezeigt. Also da seht ihr jede Woche, wenn ihr sie noch nicht gekillt habt, steht dran fehlt. Ne? Und wenn ihr sie getötet habt und den Ruf gelootet habt, dann steht da quasi, dass ihr den Ruf für die Woche schon gelootet habt. Das kann ich empfehlen, jede Woche halt einmal im Gebiet die Rares mitzunehmen. Zusätzlich könnt ihr dann noch die World Quests machen. Da kann ich empfehlen, dass ihr noch euch einen Vertrag von einem Inschriftenkundler holt oder aus dem Auktionshaus kauft. Da gibt es für jede World Quest dann nochmal extra Ruf. Je nachdem, was ihr für eine Qualität wählt. Auf Stufe 3 gibt es 15 extra Ruf. Genau, das sind so die Möglichkeiten. Dann habt ihr natürlich noch verschiedenste Weekly Quests, die ebenfalls Ruf bringen. Juti, das waren jetzt so die Rufquellen. Jetzt schauen wir uns das Mount an. Die Ramoliten an sich kennen wir ja schon. Und das ist jetzt nochmal eine weitere Farbvariante. Ich finde, die sehen sehr cool aus. Mit diesem riesen Geweih. Hat schon was. Der ist jetzt so ein bisschen gräulich gehalten und mit Gras, Moos bewachsen. Jetzt schauen wir mal, ich hatte schon den anderen Ramoliten. Genau, ah ne. Nochmal Ramo. Ich habe noch einen anderen Ramoliten geholt, aber so wie es aussieht, heißt der vielleicht ein bisschen anders. Schauen wir mal, Dorno. Nö, sehe ich jetzt nicht. Ich meine, von der Main-Kampagne gab es auch schon Ramoliten, aber ich finde ihn jetzt leider bei den 1000 Mounts wahrscheinlich nicht so schnell. Aber ich finde ihn auf jeden Fall auch schick. Genau, das war es eigentlich jetzt soweit zu dem Mount. Wir können noch das Mount-Special uns einmal angucken. Ah ja, gut. Ah ja, okay, das ist so ein Rammen dann noch mit dazu. Passt auf jeden Fall zum Ramoliten. Gut, das war es eigentlich soweit mit dem kleinen Mount-Guide. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns gerne im nächsten Video wieder. Euer Tela, bis dahin. Ciao.